Das duftet aber gut. Das macht die Geheimzutat. So, so. Damit gewinnt mein Kuchen, garantiert. Freu dich da mal nicht zu früh. Nanu, wer kann denn das sein? Tja, Bibilein, ich sag nur Wichtelzeit. Was? Ich mach auf. Bin schon da. Valpurgia, ich bin ja so aufgeregt. Komm rein. Hallo, Bibi. Ich muss sofort zu deiner Mutter. Ja, klar. In der Küche. Hallo, Barbara. Walpurgia, du bist ja kreideweiß. Ist dir nicht gut? Nein, nicht wirklich. Ein Glas Wasser vielleicht? Ja, bitte. Wo ist denn die Trommel mit den Namen? Zu Hause. Aber... Die große Hexenparty ist in Gefahr. Was? Ja. Gruftja konnte die vier hexischen Steine noch nicht besorgen. Ach du meine Güte. Warum denn nicht? Sie hat... Sie hat einen Hexenschuss und kann sich nicht bewegen. Die Ärmste. Was ist denn eigentlich so Besonderes an diesen Steinen? Ganz einfach. Nur sie erklingen, wenn das Licht der magischen Gestirne auf sie trifft. Diese Steine stehen symbolisch für die Grundpfeiler des Hexentums, Bibi. Ich weiß schon, Mami. Das Hexen, das Fliegen, das Sehen durch die Hexenkugel und die Verbundenheit der Hexengemeinschaft. Ganz genau. Ohne das Klingen der Steine kann das Begrüßungsritual für das neue hexische Zeitalter nicht stattfinden. Und die Party müsste ausfallen? Leider ja. Unter meinem Vorsitz im Hexenrat. Was für eine Blamage. Aber warum kann denn niemand als Ersatz für Gruftja einspringen? Tja, genau deswegen bin ich ja hier. Was soll das bedeuten, Walpurgia? Das bedeutet, dass Bibi sich sofort auf den Weg machen muss. Wie bitte? Nur wer... Wie Gruftja die vier magischen Gestirne in seinem Hexensternbild hat, darf diese Aufgabe übernehmen. Toll! Also ich... Aber nicht ohne Begleitung. Keine weitere Hexe darf mitkommen, Barbara. Bibi ist noch ein Kind. Ich lasse sie doch nicht alleine um die ganze Welt fliegen. Mami, ich bin eine Hexe. Die noch viel lernen muss. Und diese Steine sind nur unter größten Gefahren in den entlegensten Gegenden der Welt zu finden. Das stimmt. Aber zum Glück gibt es ein Pergament, auf dem Gruftja genau festgehalten hat, was zu tun ist. Kommt nicht in Frage. Tja, ich dachte mir schon, dass du so reagieren würdest. Und ich kann dir keinen Vorwurf machen. Vielleicht kann mich ja irgendjemand anders begleiten. Und wer soll das sein, bitteschön? Hallo, die Damen. Riecht das gut hier? Bernhard! Ja, das ist mein Name. Ist vielleicht irgendwas? Papi, wir fliegen gleich um die Welt. Ist das nicht toll? Wie bitte? Also gut, Walpurgia, wenn Bernhard mitfliegt, bin ich einverstanden. Danke, Mami. Aber ich verstehe nicht. Eine kleine Reise wird dir gut tun, mein Schatz. Eine Reise? Ja, und du kommst nicht mit, Barbara? Das geht nicht, Papi. Nur wir zwei. Was? Und wann geht's los? Wir starten in 20 Minuten, würde ich sagen. Gut, Bibi. Wir packen schnell ein paar Sachen zusammen. Bis gleich, Papi. Kann mir vielleicht irgendjemand mal verraten? Kommen Sie, Herr Blocksberg. Ich erkläre Ihnen alles. Das wäre sehr nett. Sie haben es doch sicher schon mitbekommen. Wir Hexen feiern morgen den Beginn des nächsten hexischen... Also, das müsstet ihr sehen. Bernhard Blocksberg steht da im Mantel mit Aktentasche unterm Arm in der Küche und Oberhexe Walpurgia erklärt ihm, dass er gleich mit seiner Tochter um die Welt fliegen soll. Auf ihrem Hexenbesen. Nun ist sein Gesicht plötzlich kreideweiß geworden. Aber dann scheint ihn Walpurgia mit irgendetwas beruhigen zu können. Jedenfalls stehen Bibi und ihr Vater in kürzester Zeit reisefertig vor der Haustüre des Blocksberghauses. So, in den Rucksäcken sind Brote, Obst und etwas zu trinken. Dann Handschuhe und Mützen für kalte Regionen. Und T-Shirts für warme Regionen? Ja, natürlich, Bernhard. Hier, Bibi. Auf dieser Pergamentrolle sind die Notizen von Gruftja. Wo welcher Stein zu finden ist, wie man ihn bekommt und so weiter. Prima. Wird schon schief gehen. Wird es nicht, Bibi.
Es ist allerdings nicht immer ganz so leicht zu verstehen, was Gruftia genau meint. Dafür bin ich ja da. Ja, natürlich, Herr Blocksberg. Nun aber los. Die Zeit ist mehr als knapp. Flieg vorsichtig, Bibi. Aber klar doch. Aufsteigen, bitte. Mhm. Alles klar, Bibilein. Na dann, ene mene mai, flieg los, Kartoffelbrei. Hex, hex. Wiedersehen. Wiedersehen. Und viel Glück.